eines homosexuellen Freundes lag. Er hätte ihn 1972 in Notwehr getötet und später dort vergraben. Im Haus selbst wurde unter einer Falltür ein Hohlraum entdeckt, in dem drei halbverweste Leichen und Körperbestandteile anderer Toter lagen. Gacy gestand daraufhin den Mord an Piest und weiteren Männern. 29 Leichen hatte er unter seinem Haus verscharrt und mit Beton übergossen. Einige der Opfer waren Jugendliche, die Gacy in seiner Firma angestellt hatte. Die Opfer waren zwischen 14 und 21 Jahren alt, alle auf grausamste Weise und qualvoll getötet. Gacy wurde schuldig gesprochen und zur Todesstrafe verurteilt. Am 10. Mai 1994 wurde er im Staatsgefängnis von Illinois durch eine tödliche Injektion hingerichtet. Seine letzten Worte waren: "Kiss my ass." Richard Speck ist einer der kältesten Serienkiller Amerikas. Er bringt weder Gefühle für andere Menschen auf, noch für dessen Leiden. Speck war ein klassischer Krimineller, der schon mit 20 Jahren knapp 40 Mal verhaftet worden war. In jener Zeit war er mit einer 15-Jährigen verheiratet und hatte ein Kind mit ihr. Speck galt als impulsiv und gewalttätig. So hatte er eine 65-jährige Frau beraubt und vergewaltigt und eine Kellnerin getötet, die seine Annäherungsversuche zurückwies. Alle seine früheren Morde sind unklar. Bekannt ist er für seine Tat am 13. Juli 1966. Er war bewaffnet mit einem Messer und einem Gewehr in ein Schwesternwohnheim eingebrochen und wurde dort von 9 Schwesternschülerinnen überrascht. Er fesselte alle und zerrte sie nacheinander in ein anderes Zimmer. Dort verging er sich an ihnen und ermordete sie. Das Motiv: niemand sollte ihn identifizieren können. Eine 9. Schwesternschülerin hatte sich unter einem Bett versteckt und musste miterleben, wie Speck unmittelbar über ihr eine ihrer Freundinnen vergewaltigte und ermordete. Die Überlebende konnte Speck jedoch wegen einer Tätowierung identifizieren. Speck starb im Dezember 1991 in seiner Zelle an einem Herzinfarkt. Ein Frauenmörder mit Blutdurst und einem unberechenbaren Temperament. Mit seinen 42 Jahren hatte Bundy ungefähr 36 junge Frauen ermordet. Niemand weiß genau, wie viele es wirklich waren. Obwohl es einen Polizisten gab, der Bundy unter Schock stehend gefragt hatte, wie ein Mensch fähig sein kann, 36 junge Frauen umzubringen. Woraufhin Bundy antwortete: "Häng noch eine Nummer ran und du hast die richtige Zahl." Es gibt mindestens 200 Opfer von Serienkillern im Jahr. Und diese Nummer, obwohl sie sich sehr hoch anhört, verblasst im Vergleich zu den 18.000 Opfern von Einzelmorden im Jahr in den Vereinigten Staaten. Das Problem in diesem Land sind nicht die Serienmorde, sondern die tägliche Gewaltbereitschaft. Arbeitsplatzmorde oder wenn zwei Leute in die Bar gehen und einen Streit anfangen und der eine eine Pistole zieht und den anderen erschießt. Ein Problem auf der anderen Seite ist, dass Serienkiller sehr viele Leichen hinterlassen. Wir sprechen hier von einer kleinen Anzahl von Leuten, die einen sehr großen Schaden anrichten. Sie töten vielleicht 5, 10, 20 oder sogar mehr. Manche von ihnen haben Hunderte umgebracht. Und das ist ausreichend, um einen Großteil der Bürger Amerikas in Angst und Schrecken zu versetzen. Fritz Haarmann ging als Werwolf von Hannover in die Kriminalgeschichte ein. Haarmann kam aus einem bürgerlichen Elternhaus. Sein Vater war Unternehmer. Doch Haarmann hatte schon als Jugendlicher Halluzinationen und war antriebslos. Er pflegte homosexuelle Kontakte und trieb sich oft am Bahnhof herum. Weder beruflich noch privat konnte sich Haarmann jemals stabilisieren. Er bewohnte eine Dachkammer im Rotlichtviertel von Hannover. Von hier aus plante Haarmann seine Morde. Bei Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Verschwinden zweier Jungen geriet Haarmann schnell ins Visier der Fahnder. Unter Folter und Drohungen gestand Haarmann dann seine Taten.
Er tötete mindestens 22 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 22 Jahren. Harman wurde zum Tode verurteilt und am 15. April 1925 enthauptet. Ein Kannibale ist eine Person, die menschliches Fleisch isst. Es gibt wilde Diskussionen, ob der Kannibalismus ein vererbbares Charaktermerkmal aller Menschen ist oder animalische Impulse. Oder aber, dass der Kannibalismus nur in den Köpfen der Verrückten existiert, wie zum Beispiel bei den produktivsten Serienkillern. Kannibalismus ist die höchste Form der Aggression. Es gibt Stämme in der ganzen Welt, die den Kannibalismus in ihre Form der Kriegsführung eingegliedert haben. Sie erzielen den höchsten Sieg, nicht nur durch das Töten ihres Gegners, sondern durch das Verspeisen seiner Überreste. Serienmörder wie Andrei Chikatilo haben auch noch Sadismus in ihre Kriegsführung eingegliedert. Auch sie haben auf die grausamste und sadistischste Weise ihre Opfer kannibalisiert. Es ist ihre Bemühung, den Opfern die höchste Form des Leidens und des Schmerzes zuzufügen. Es ist der sadistische Impuls, der das zerbrechliche Ego eines Serienkillers füttert. Und dieses Verlangen und die Gier nach Macht über andere menschliche Wesen zu stillen. Und genau beim Kannibalismus findet das statt. Anthropological evidence seems to suggest that cannibalism was a kind of activity that our pre-human. Anthropologisches Beweismaterial stellt dar, dass Kannibalismus eine Art Aktivität war, welche unsere menschlichen Vorfahren mit einer Unregelmäßigkeit ausübten. Dadurch gibt es meines Erachtens diesen Impuls bei den Serienkillern. Und eine andere Sache bei ihnen ist, dass sie auf eine ganz bestimmte primitive und altertümliche Art und Weise vorgehen. Genauso wie es bei unseren Vorfahren der Fall war. Viele von ihnen haben auch gesagt, dass sie durch den Kannibalismus ihr Opfer mit sich tragen können. Sozusagen eine Verbindung stattfindet. Man wird eins mit seinem Opfer. Jeder Serienkiller, der zum Kannibalismus neigt, macht dies aus starker Verzweiflung. Das ist die letzte Lösung für ihn. Jeder Serienkiller, der seine Opfer kannibalisiert, hat damit alle Regeln der Gesellschaft gebrochen. Psychologisch gesehen hat der Killer damit genau das Gegenteil von dem erreicht, was er wirklich wollte. Es kann sein, dass er einen temporären Adrenalinschub bekommt und sich somit gut fühlt. Aber was sein Selbstwertgefühl angeht, fühlt er sich nach so einem Mord immer schlechter als zuvor. Auf der anderen Seite, wenn er einmal mit dem Kannibalismus angefangen hat, ist alles möglich. Auch Fritz Harman wurde nachgesagt, er hätte das Fleisch seiner Opfer billig auf dem Markt verkauft. Doch nachgewiesen werden konnte dies nicht. Das FBI hat eine Klassifizierung von Serienmördern vorgenommen und sie in organisierte und chaotische Täter aufgeteilt. Der organisierte Täter ist meist überdurchschnittlich intelligent, beruflich integriert und sozial eher unauffällig. In der Regel verfügt er über ein Fahrzeug und trinkt Alkohol, ohne jedoch die Kontrolle zu verlieren. Kontrolle und Dominanz sind ihm äußerst wichtig. Die Wahl des Opfers, der Zeitpunkt der Tat und die Auswahl des Tatortes sind für ihn wichtige Ausgangspunkte. Meistens gehen sie ihre Tat zuvor in ihrer Fantasie genau durch und berauschen sich daran. Somit ist die Tatausführung die Erfüllung ihrer kranken Fantasie. Der chaotische Täter hingegen ist von geringer Intelligenz und hat keine festen sozialen Strukturen. Er mordet meist spontan und häufig in seinem Umfeld, in seinem Ort oder gar in der Nachbarschaft. Im Folgenden die weltweit schlimmsten Serienmörder der jüngeren Geschichte. Harold Shipman wurde als Dr. Tod bekannt. Er tötete im Zeitraum von 1975 bis 1998 mindestens 218 Menschen.
Seine Opfer waren ältere Patientinnen, die bis auf ein paar Beschwerden gesund waren und plötzlich starben. Der Doktor hatte ihnen eine Überdosis Morphium oder Heroin gespritzt. Kathleen Grundy, eine aktive, wohlhabende 81-jährige Witwe, wurde am 24. Juni 1998 tot in ihrem Haus aufgefunden. Doch die Tochter war Anwältin und sie hatte sich immer um die Angelegenheit ihrer Mutter gekümmert. Sie alarmierte sofort die örtliche Polizei und die kam ebenfalls zu demselben Schluss. So wurde dem Killer das Handwerk gelegt, nach vermutlich mehreren hundert Morden. Amazuraji war ein Serienmörder, der zwischen 1986 und 1997 mindestens 42 Frauen und Mädchen ermordete und dafür hingerichtet wurde. Er gilt bis heute als der schlimmste Serienmörder Indonesiens. Er war Viehzüchter und ein beliebter Wunderheiler, der zusammen mit seinen drei Frauen in einem Außenbezirk von Medan wohnte. Nachdem sich Vermisstenfälle von Personen häuften, die bei ihm in Behandlung waren, erschien die Polizei und durchsuchte sein Grundstück. In einem nahegelegenen Zuckerrohrfeld wurde schließlich eine Leiche entdeckt, was zu seiner Verhaftung führte. Insgesamt wurden rund um sein Haus 42 Frauenleichen im Alter von 11 bis 30 Jahren entdeckt, die er in einem Zeitraum von 11 Jahren ermordet hatte. Der Russe Alexander Pitschuschkin hat mindestens 48 Menschen getötet. Bei den meisten seiner Opfer handelte es sich um ältere alkoholabhängige Männer, welche